Dampf. Gasförmiges Wasser kann als Kraftquelle genutzt werden, um Bewegung zu erzeugen. Aber nicht nur Kinderspielzeug lässt sich mit Dampf in Bewegung setzen. Auch riesige Schlepper wurden mit Dampf angetrieben. Auf den Elbdampfern wurden dazu Rauchrohrkessel eingesetzt. Sie dienten aber nicht direkt dem Antrieb eines Schiffes. Im Kessel wurde der Dampf erzeugt, mit dem sich dann die eigentliche Dampfmaschine in Bewegung setzen ließ. Ein Rauchrohrkessel ist eine raffinierte Konstruktion, um auf geringem Raum möglichst viel Dampf aus der Kohlefeuerung zu gewinnen. Vereinfacht gesprochen ist der Kessel eine geschlossene Röhre, die mit Wasser gefüllt ist. Darin steckt eine zweite Röhre, in der ein Kohlenfeuer auf einem Rost brennt. Große Kessel besaßen auch zwei oder drei solcher Flammrohre, um das Wasser anzuheizen. Vorne am Kessel war das Flammrohr mit Klappen, dem Feuergeschränk, verschlossen. Von hier warfen die Heizer die Kohle auf einen Planrost im Feuerrohr und rakelten die abgebrannte Kohle und Asche wieder heraus. Wo Feuer ist, ist auch Rauch, heißer Rauch. Und der sollte auch noch zum Heizen genutzt werden. Dazu wurden die heißen Rauchgase vom Flammrohr hinten in eine Rauchwendekammer geleitet, die von den Heizern auch Feuerkiste oder Wolf genannt wurde. Von dort wurden die Rauchgase durch Rauchrohre wieder nach vorn durch den Wasserkessel geführt und erst danach durch den Schornstein in die Luft gepustet. Durch diese durchdachte Konstruktion wurde die Heizfläche vergrößert und die Hitze des Feuers und Rauches genutzt, um aus Wasser Dampf zu erzeugen. Der Dampf stand unter Druck, unter Spannung, denn er konnte im dicht verschlossenen Kessel zunächst nicht entweichen und sammelte sich im Dampfdom oben im Kessel. Von dort wurde er für die Hauptdampfleitung zur Dampfmaschine in die Zylinder geleitet. Der Dampf konnte auch zum Antrieb von Pumpen, Lichtmaschinen oder Ankerwinden genutzt. An jedem Kessel waren zwei direkt anzeigende Wasserstandsanzeiger vorhanden, mit festen Markierungen für den niedrigsten und Höchststand. Die Höhe des Wasserstandes im Kessel war für die Sicherheit von größter Bedeutung und erforderte ständige Beobachtung. Das verdampfte Wasser musste ständig ersetzt werden. Zwei voneinander unabhängige Speiseleitungen gewährleisteten den Betrieb des Kessels, auch wenn eine Speiseeinrichtung ausfallen sollte. Wird der niedrigste oder höchste Stand überschritten, besteht die Gefahr einer Kesselexplosion. Jeder Kessel musste mit mindestens zwei Sicherheitsventilen ausgerüstet sein, die an der höchsten Stelle des Dampfraumes angebracht waren. Sie verhinderten ein Überschreiten der höchst zulässigen Dampfspannung und wurden täglich durch den Maschinisten geprüft. Zwei Manometer zeigten die Höhe der Dampfspannung an. Eines befand sich im Heizraum, das andere am Fahrstand. In den Kesseln herrschten Drücke zwischen 9 und 16 Bar. Daher waren die 2 bis 3 cm starken Bleche miteinander vernietet und die Endwände der Kessel verfügten über besondere Verankerungen, um den Druck standzuhalten. Diese bestanden aus Ankern und Stehbolzen, welche die gegenüberliegenden Wände verbanden. Die Arbeit am Kessel war schwer und anstrengend. Im Sommer herrschten hier unter Deck 50 bis 60 Grad. In dieser Hitze schaufelten die Heizer pro Stunde rund 300 bis 500 Kilogramm Stein oder Braunkohle in den Kessel. Sie waren morgens um 5 die Ersten, die den Kessel anheizten, denn um 6 sollte ausreichend Dampf zur Weiterfahrt bereitstehen. In regelmäßigen Abständen wurden die Kessel von den Aufsichtsbehörden kontrolliert. Das Zeitalter der Dampfkessel ist noch nicht vorbei. Moderne Großwasserraumkessel werden auch heute noch in der Industrie genutzt. Nur in der Elbschifffahrt spielen Kessel keine Rolle mehr.
Außer an Bord der Kaiser Wilhelm, unserem größten Museumsschiff. Dort können Sie einen Heizer noch bei der Arbeit am Kessel erleben. Ooh. Mm-hmm.